So, da sind es jetzt also nur noch drei Aufgaben. Dann haben wir es endlich geschafft und haben beide Missionen komplett fertig. Jetzt geht es darum, hüpfe in verschiedenen Matches auf Objekten mit Sprungflächen. Was damit gemeint ist, werde ich euch natürlich sofort erklären. Wir gehen aber auf jeden Fall rein in Gruppenkeile. Könnt ihr natürlich auch in jedem anderen Modus machen, ist nichts Schweres. Also, ich denke mal, das kriegt jeder hin, wenn man natürlich weiß, was gemeint ist. Aber vorweg, ihr habt wieder die Chance, einen legendären Skin zu gewinnen bei mir. Einfach mal in die Videobeschreibung gehen, da den Link anklicken, das Video sich mal in Ruhe angucken. Und wenn du Lust hast, da mitzumachen, wie gesagt, du hast die Chance, einen legendären Skin zu gewinnen. Nach deiner Wahl, aus dem Itemshop natürlich, der dann gerade aktuell ist. Also, wie gesagt, gern dafür schon mal allein ein Like da lassen. Wenn ich dir aber schon mit der Aufgabe jetzt helfen kann, auch dafür gern ein Like da lassen. Und eventuell sogar noch ein Abo. Und dann werden wir uns vielleicht noch öfter sehen. Da ich ja auch live streame und ich halt wirklich immer alle Aufgaben für euch hochlade. Wie man gerade sieht, wir haben jetzt 2 Uhr nachts, also wir kommen langsam dem Ende näher. Aber ich glaube, schlafen muss ich heute nicht mehr. Weil ich glaube, das schadet mir eher, als es hilft. So, wo müssen wir hin? Im Prinzip ist es relativ egal. Ich bin jetzt nur gerade selber am Überlegen. Nee, lass uns Pleasant Park gehen. Weil im Pleasant Park kann ich das eigentlich ziemlich simpel erklären. Da. Und wir sind jetzt so eher doch schon auf Level 270. Aber kurz die Erklärung, was ist gemeint mit Sprungflächen? Mit Sprungflächen sind alle Flächen gemeint, wo ihr halt logischerweise draufspringt und auch wieder zurückgefedert werdet. Damit sind erstens die Autoreifen gemeint. Die gibt es natürlich auch überall auf der Map verstreut und ich glaube sogar hier dieses Zelt zählt schon. Warte. Ne, das war's nicht. Dann müssen wir doch hinten hingehen. Warte, ich beeil mich. Dann zeige ich euch nämlich direkt, wo ihr das machen könnt. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass hier gerade irgendein Gegner herkommt. Denn, warte mal, sehe ich hier noch eine Sprungfläche? Ne, wir müssen echt bis unten hin. Das war's ja an der Stelle wieder komplett. Weil wie gesagt auch Sonnenschirme, wie zum Beispiel in Sweetie Sands, wenn ihr da am Hauptgebäude landet, auch die zählen. Genauso wie eben die hier. Achtung. Zack. Und Aufgabe geschafft. Weil das Ganze habe ich wie gesagt schon dreimal gemacht. Und wie ich eben schon erwähnt habe, wenn ich dir schon helfen konnte, dann gern ein Like da lassen, kostet dich ja nichts. Was ist denn ein Like? Ein Like ist einfach nur ein Klick. Wenn du nur Abonnent werden willst, dann sind es 2. Aber du kriegst halt auch was geboten und hast vielleicht noch die Chance, mit einem kleinen YouTuber sogar Fortnite zu spielen. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Nein, Quatsch, alles gut. Wie gesagt, muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er abonnieren will oder nicht. Und jetzt versuchen wir natürlich wieder mit meinen Abonnenten zusammen. Ihr kennt das Spiel schon, was ich hier mache. Genau, ich suche einen Sniper. Da habe ich es nämlich schon, damit ich nämlich genau diese Missionen irgendwann mal bis zum Ende der Season fertig bekomme. Dann ich denke mal, das kriegen wir alles hin. Nur Scharfschützen ist halt das bisschen Schwierige in meinen Augen. Und die Angelstellen. Angelstellen, das wird auch noch übel. Also das wird auch noch ein Krampf, definitiv. Aber alles andere müsste eigentlich safe klar gehen. So, das Einzige, was ich jetzt hier brauche, sind in Anführungszeichen Gegner. Und ein bisschen Munition, weil 7 Schuss sind dann doch ein bisschen wenig. Aber ich glaube, hier hat der andere schon gelootet, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ja, also hier das Gebäude ist fertig. Da sehen wir schon eine Falle. Aber die Fallenaufgabe haben wir ja schon fertig. Aber natürlich trotzdem platzieren. Vielleicht ist ja doch wieder einer nicht in der Lage vorbeizugehen. Man kennt es. So, erstmal ein bisschen Leben einhauchen in den kleinen, dicken Körper. So. Munition wäre halt schon was Schönes, ne?
Kampf mit. Dann machen wir das wieder immer. Warte, so, so, genau. Aber dass das so ein Marathon wird, habe ich auch nicht gedacht. Aber das ist halt, weil ich für euch ein bisschen Gameplay noch zeige. Dadurch werden die Missionen halt echt ein bisschen lang. Wenn ihr überlegt, 20 mal 10 Minuten plus die Aufnahmezeit etc. Da kommt schon schnell ein bisschen was zusammen. So, wann sind denn hier mal die ersten Gegner da? Also langsam wird es ja mal Zeit, dass sich mal hier einer zeigt. Kann ja nicht sein. Oder es traut sich keiner. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber zurzeit sind von denen auch nur drei Stück gestorben. Auch die Zone ist ja noch 800 Kilometer weit weg. Warte mal, der Gegner war auf der Seite. Dann kommen die wahrscheinlich von hier. Ja, was habe ich gesagt? Logisches Denken. Dings am Runterschießen. Ich dachte gerade, hey, was schießt denn da so doof? So, haben wir hier noch irgendwas? Wen? Ah, ich habe gedacht, der macht den Schritt nach vorne. Der hätte auch sitzen können. Oh Mann, Mann, hier ist extra da drüben. Alles so knapp. Das ist einfach zu spät für mich. Ich treffe nichts mehr. Ich habe heute so gut mit der Sniper eigentlich geschossen. Jetzt wird es hier langsam voll. Jetzt heißt es für mich irgendwie die Lücke finden quasi. Gut, da ist schon mal der erste. Ich kann es also doch noch ein bisschen. Ah. Immer das Laufen da abschätzen. Er geht natürlich einen Schritt auf Seite. Lol. Hatte ich überhaupt was in der Hand? Aber ich muss eigentlich nur noch einen Hit machen. Einen dicken Hit und dann habe ich schon. Aber ich will halt den perfekten Schuss machen. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Problem. So, drei Headshots. Schmeckt. Der ist, glaube ich, schon bedient für heute. Der auch. Guck mal, Standbild.
Ich bin in die Pump reingelaufen. So, aber egal, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Und in dem Sinne, danke schon mal fürs Zuschauen und haut rein.